Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Es hat einige Zeit gedauert, aber willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Wegen Urlaub und vielen anderen Projekten kam jetzt eine Zeit lang nichts, aber jetzt geht's weiter und ich werde weiter tryharden ohne Ende und trotzdem verkacken. Ja, 19, ich habe hier noch nicht für die wirklich coolen möglichen. Ich könnte mir hier die Bremskraft erhöhen und das mache ich auch mal. Also ja. Hier der Boden lässt einen einschlafen. Habe ich nicht. Nichts gegen Einschlafen. Oh, Kacke. Wie soll ich ihn dann eigentlich gewinnen? Ah, nicht der gesamte Boden. Also privat habe ich das Spiel inzwischen auch mal durchgespielt. Ich weiß also, wie alles aussieht so ziemlich. Ich muss beide besiegen und das in einem Zeitlimit. Komm weg mit dem Ding, ich muss richtig auf die Scheiße hauen. Ich sag da auf die Scheiße hauen und nicht krepieren. Oh, Zelda hat mich vom Einschlafen bewahrt. Aber das sieht nicht sonderlich gut aus. Okay, so viel dazu. Sag mal, wie soll ich den Kampf denn machen? Was? Das ist ein 2-Sterne-Gegner. Gott, wenn das heute so beginnt, wie soll das denn dann weitergehen? Ah. Ist vielleicht auch nicht ganz schlau, den Gegnern das Ding zu überlassen. Warum treffe ich nicht? Mal weg mit dem Teil. Ja, jetzt schlafe ich. Hä, und bin direkt wieder eingeschlafen. Ich kann mich nicht mehr bewegen, lol. Zeit wird knapp. Mann, ich hab das Item gebraucht. Das war meine letzte Chance, um noch zu gewinnen. Das Ding ist fucking OP. Aber dadurch bin ich jetzt eingeschlafen und konnte nicht mehr gewinnen. Wo gäb's denn theoretisch was gegen Einschlafen? Weil so... Und ich muss, wenn ich jetzt nochmal verliere, die Subgeister wechseln. Ich mag keinen Lipstick, vor allem nicht zu Beginn. Mann, wenn ich den Boden berühre, bin ich halt schon so ziemlich tot. Jetzt lädt der Link seinen Angriff auf. Hat mich aber nicht getroffen, lol. Und wie bestimmt man eigentlich, ob man durch den Boden durchfällt oder nicht? Mann, Link lebt. Und Zelda macht ein Perfect Shield. Oh, Zelda ist raus. Link.
Oh, Yoshi ist nicht gesprungen. Ich krieg den nicht kaputt, wirklich. Jawoll! Boah! Die Folge hätte auch besser beginnen können. Verhindert Spiegelung vom Bildschirm. Sehr gut. Vor allem werde ich hier eh gleich nicht weiterkommen, weil da oben ein Geist ist, der hier, den schafft man ein. Erstens ist da nicht mal wirklich ein Weg weiter und den schafft man auch einfach nicht bei dem derzeitigen Level. Ja, das ist insgesamt auch mein stärkster, die Spiegelungssteuerung. Brauche ich einen Schutz vor. Und sonst hat es nur gesenktes Lauftempo für alle. Natürlich trifft er mich sofort mit dem Rotz. Oh. Irgendwie hat sich die Steuerung wirklich kurz gespiegelt. Und das trotz meinem Schutz. Sag mal. Wow. Wow. Der Finish war jetzt echt toll. Ich weiß, dass das hier ein Dojo ist und in dem man Kampfstile für Geister vergessen kann. Ich benutze die Dojos eh nie. Wo gehe ich mal lang? Hier, ich will eigentlich relativ schnell dahin. Da könnte ich... Ja. Den Bereich hier drüben verschiebe ich auf später. Die Truhe bekommt man übrigens nur mit dem einen Geist da oben, bei dem ich gerade schon sagte, den kriegt man hier eher weniger schon hin. Dive Man. Ich brauche keinen Spiegelungsschutz. Lipstick soll ich mal rausschmeißen. Sonst kriege ich das immer. Ich habe keinen Bock so ewig zu sortieren, aber ich hasse Lipstick. So im Ernst, ich weiß, dass der verdammt stark sein kann, aber... Ich weiß übrigens auch, dass das hier verdammt nerven kann. Aber nicht, wenn man es so angeht. Da habe ich gewonnen. Mit genau 100 Restleben. Da startet man mit einem Steel Diver. Das finde ich schon besser als hier irgendwie so ein Lipstick oder sowas. Warum nicht nur so? Naja, hier kann ich jetzt eine Truhe öffnen. Da könnte ich ins Wasser springen und weggespült werden nach oben. Und hier ist ein Vieh. Ja, Sprungboost und Speisestärkung, das geht. Der Gegner benutzt oft seinen Spezialstandard. Das heißt Pfeile. Ah ja, ich wüsste eigentlich, dass die nerven. Oder dann hat überlebt. Hiermit kann man gut den Boden zerstören, glaub. Da guckt man einmal kurz weg und schon tötet sich einer von denen selbst. Okay, sind die bescheuert oder so? Kampf beginnt mit einem Stab, auch nicht gerade mein Lieblings-Item. Allgemein bin ich nicht so der Freund von den meisten Items. Die meisten Bomben finde ich ganz cool, aber... Ah, dann muss ich von da oben hin. Um diesen Charakter und hier das Event und die Schalter zu kriegen. Aber erstmal muss ich dazu... das hier gewinnen. Grab hat der Gegner.
dann nein. Ja, am ehesten dann echt noch den Sprungboost. Stärkere Magie für den Gegner. Ist natürlich echt klasse bei einem Gegner wie Darain. Ich mag sowieso nicht gegen den zu kämpfen. Hallo. Nope. Mann, kannst du nicht einfach kassieren? Oha. Boah, die Attacke ist auch mies. Der kann mir einfach Leben aussaugen und während dem Wechselscreen ausgeschaltet. Verstärkt Aura-Angriffe. Ist was für Lucario-Spieler. Aber nicht für mich. Oh, ja. Wo wir schon beim Thema sind. Hier ist Lucario. Wie gesagt, nicht gerade mein Main, aber man kann ihn spielen, finde ich. Sag mal. Na, schade, hätte das getroffen, wäre es richtig cool. Ich konnte nicht mehr springen. Das ist so unnötig. Und muss er hier jetzt gleich einen First Hit kriegen? Warum benutze ich eigentlich das rollende Ei hier so selten? Ich meine, schlecht ist es nicht. So, da kassiert er weiter. Schöner Hit. Ich mag es auf jeden Fall lieber, die Items sogar zu werten, teilweise. Oh, schade, ist schon weg. Und ich will auch mit dem Angriff hier, dem einen hier nach unten mal was raushauen, wo Yoshi so mit den Füßen wedelt. Aber das klappt ja offensichtlich meistens nicht so, wie es soll. Naja. Mal kurz gucken. Ich kann nämlich im Wissensbaum mit 32 bei wenig Schaden meine Abwehr stärken, meine Schildhaltbarkeit stärken, Wurf-Items stärken, Item-Heilkraft verstärken oder die Wandlungsdauer verstärken. Ich nehme die Schildhaltbarkeit, weil ich das Schild sehr oft nutze. Boah. Der Gegner setzt oft sein Special Side ein. Und das ist echt nicht gerade lustig gegen solche Gegner. Das heißt, so viel wie die Melindas benutzen die ganze Zeit ihre Angel, wenn das auch für die gilt. Und die anderen Typen benutzen ihre Raketen. Ach, anscheinend benutzen die Melindas lieber ihre ihr Down Special. Damit machen sie auch Gyro-Hit. Melinda finde ich allgemein cooleren Charakter, als man vielleicht denkt. Gehört auf jeden Fall zu denen, die ich noch eher spiele. Wow, ein unsichtbarer Block. Ich sehe nichts. Das Traurige ist, die hitten mich schon nicht schlecht, aber guck mal auf meine Prozent. Das sah aus, als wäre er an seiner eigenen Rakete gestorben. Hi. Hi.
Ich kann's einfach. Und ich habe endlich mal wen mit der Attacke nach unten besiegt. Die Attacke finde ich halt auch echt cool. Aber die hat nicht so das große Smash-Potenzial. Theoretisch müsste ich jetzt noch da lang und können dann in diese Sub-Area, aber ich will mir vorher noch den Charakter hier holen und hier ist ein... Hallo? Ah ja. Das löst was aus, dieser Palast. Und zwar kommt jetzt Licht aus diesem, diesem Riss hier in der Map. Das ist direkt da, wo ich bin, so ziemlich. Hat man ja auch gerade gesehen, hier ist das. Und somit kann ich die Hälfte der Map nicht bereisen im Moment. Und man muss in diesen Tempel, um das wegzumachen, und dazu muss man erst drei Schalter finden. Das hier war einer davon, deswegen ist auch die Cutscene gekommen. Die kommt, glaube ich, auch, wenn man einmal einen Boss besiegt hat oder so. Übrigens, auch wenn es so aussieht, hier kann ich leider nicht einfach runter zu dem Charakter. Wäre zu schön. Oh, der Kampf ist so komisch. Ja, wenn... Der Hammerbruder hat am meisten Angriff. Hier brauche ich nämlich absolut keine Verteidigung. Verstärkt Spezialstandard, genau. Am ehesten noch. Denn der Kampf hier besteht darin, aus diesem riesen King K. Rool, der sich kein Stück bewegt. Eine Minute, er hat 500 KP und die muss man ihm rausprügeln. Und er heilt sich anscheinend hin und wieder ein bisschen. Oh Gott, ist das schlecht von mir. Da kommt ein Hai an der Seite der Map. Aber es sieht gut aus. Auch wenn ich gerade Scheiße baue. Das war's. Der Kampf ist sowas von komisch. Bringt Sturmresistenz und geistige Verwirrung. Ja. Selber. Hier ist halt ein Felsen, da kann ich logischerweise nicht hin. Der Gegner startet mit einem schwarzen Loch und jagt nach Items. Ich brauche einen Verteidiger und hole mir noch Sprungboost. Das schwarze Loch sorgt einfach nur dafür, dass ich angezogen werde. Hey. Kannst du vielleicht mal die armen Baseballs in Ruhe lassen? Hier, damit kannst du spielen. Also, ich bin auch lucky, kann das sein? Hey. Achtung, Sonic. Ich hab ihn gewarnt. Ich hab ihn ja gewarnt. Der Kampf war gerade ein bisschen weird, mal wieder, aber hey. Nur noch Plessy besiegen. Riesenverwandlung für den Yoshi. Gegen den ich hier kämpfen darf, muss, kann man sehen, wie man will. Hier komme ich mir mal Schwebesprünge mit rein. Ein kleiner gegen einen großen Yoshi. Oh. Ich habe immer noch langsame Fallgeschwindigkeit.
Oh! Easy! Was war denn das für eine Kombi? Die Strömung würde mich hier glatt mitreißen. Oh nein. Dann lande ich hier. Oh. Kacke. Hier ist noch ein OP. Also für meine Verhältnisse OP'er Geist. Ich glaube zwar, ich brauche hier eher Angriff als Verteidigung und der Hammerbruder hat da mehr, aber ich will das jetzt schon holen. Ich habe eine Pollenallergie, stimmt eigentlich nicht, aber YOLO. Es ist so nervig, wie wenig Schaden ich mache. Oh mein Gott, Alter, ich bin eigentlich echt underpowered, aber ich reiß es immer wieder. Hier kriege ich auch gescheit Belohnung für. Aber ich bräuchte auch meinen gescheiten Primärgeist. Das wäre doch mal was. Und hier gibt's Pikachu. Aber ich hab schon Skill. Mann, das ist halt so mies teilweise. Den Link in der zweiten Folge gab's ja auch schon. Und gerade eben hat man das auch gesehen. Ich hatte den Gegner eigentlich kampftechnisch komplett unter Kontrolle. Aber ich habe einfach gefühlt keinen Schaden gemacht. Ich wollte den Upsmash machen. Grabben tue ich irgendwie auch nicht so oft in dem Projekt bisher. Das hat sich fürs Erste erledigt. Burger! Ich meine Hotdog. Fast dasselbe. Pikachu kämpft auch mit. Sehr schön. Na dann. Und wer das Spiel kennt, der hat sich wahrscheinlich jetzt schon, seit ich das gesagt habe, gefragt, warum ich überhaupt direkt dahin will. Weil, das kann ich auch einfach mal so sagen, da ist immerhin schon der erste von drei Bossen. Und die Bosse sind schon hart. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen kann, ohne zu viel zu verraten. Es gibt da auch einen Charakter, den ich dezent gerne hätte. Und warum nicht? Ich hab's auch in meinem privaten Durchspielen direkt gemacht. Lauter kleine Gegner. Das sind Goombas. Also Donkey Kongs, aber die sollen Goombas darstellen. Wenn ich schon stärkere Grabs habe, warum dann nicht nutzen? Ich! Ich jage euch in die Luft! Au. Das war sehr stark von mir. Hier gibt es kein Zeitlimit, auch wenn gerade der Sound aus Mario Bros. Kam, der so viel wie ein Zeitlimit bedeutet. Mann, ich will mit dem da töten. Boah, jetzt krepier.
glaube halt, alles würde ihn töten, alles andere. Ja, sieht man ja. Ich reihe mal einen anderen Angriff und der stirbt. Perfekt. Naja, der Goomba ist besiegt. Wow. Und ich kann auch gleich sagen, dass ich in dieser Sub-Area, wo der Boss drin ist, nicht alle Geister bekämpfen werde. Da drin gibt's einen Legendengeist. Das heißt, der hat 13.000 Power ungefähr. Und der ist nicht mal gut, wenn man ihn dann hat. Das ist ein Subgeist, durch den man für sämtliche Slots, also alle drei, wenn ein Geist überhaupt drei hat, hat man einen Sprung in der Luft mehr. Und jetzt kämpfe ich gegen einen Charakter aus Zelda The Wind Waker, den Drachen Baloo, und ja, den bekämpfen. Also den trifft man bei einem Vulkan eigentlich, bei Drang Roost Island heißt es auf Englisch, den deutschen Namen kenne ich nicht gerade. Ja. Und deswegen hat man gerade auch beim Vulkan gegen ihn gekämpft. Oh, liebe Eldra, das war eine Zeit lang auf meinem privaten Account auf jeden Fall ein relativ stabiler Geist. Den werde ich dann auf jeden Fall pushen. Und hier ist ein Kampf gegen Ridley mit Erdbeben. Ridley kann auch echt strong sein im Spiel. Wenn er nicht gegen einen Yoshi Pro kämpft. Was? Was? Ist das dein Ernst? Was? Okay. Ich das kommentieren? Hoffentlich nicht. Ich weiß nämlich nicht, was ich da groß zu sagen soll. Von den Werten her mal so der Vergleich. Ja, jetzt nicht so viel Abwehr, aber mehr Angriff. Ist auf jeden Fall stabil. Okay, die Power ist tatsächlich auch gar nicht so hoch. Naja. Soll ich noch irgendwann mal hochpushen? Wenn irgendein krasser Gegner kommt, werde ich es vielleicht machen. Der Typ ist komisch. Der kommt aus Street Fighter und er ist komisch. Ja. Ich muss auch währenddessen noch mal kurz den Ridley-Kampf verdauen. Ich möchte jetzt heute in der Folge nur noch diesen Geist und den direkt vor der Sub-Area besiegen. Oh, niedrigere Sprungkraft. Mit meinem Main wäre das deutlich besser als mit Yoshi, aber ich sag's mal so, ich habe allgemein nichts gegen verringerte Sprungkraft. Ich bin eh nicht so der. Ich bin eigentlich nicht mal so der Spieler von so schnellen Charakteren. Aber Yoshi hat's mir eben schon angetan. Weil wenn der nicht schnell ist, was ist er dann? Mein. Digga, lass mich zeigen, dass Yoshi schnell ist. Mann, was ist denn das für einer? Spielverderber. So, jetzt kommt ein nicht so leichter Kampf, soweit ich weiß. Aber wenn ich mich, wenn ich gescheit spiele, hier bum bum zwei Sterne, ein Riesenschigi und er hat super Rüstung, ist riesig und fügt mir beim Sprinten Schaden zu. Und komm hier, du kriegst mal ein bisschen mehr Power. Zack. Und schon bin ich auch von der Power sehr gut dabei. Nee, grabben werde ich ihn ja nicht. Ein Sprung, das ist glaube ich ganz gut. Ein riesiges Shigi, das selbst beim Sprinten schon Schaden macht. Also wenn es rennt und mich dabei berührt, nehme ich einfach Damage.
und ich kann seine Angriffe nicht mit meinen Angriffen abbrechen. Und das macht den Kampf echt nicht leicht. Ihr merkt ja, der Typ hat keinen Bock, irgendwie zu fliegen. Boah! Jawohl, schöner Hit! Nice! Ah ja, Bum Bum kann sich ja entwickeln, stimmt. Cool. So, dann war's das für diese Folge Super Smash Bros. Ultimate. In der nächsten Folge geht es in diese Sub-Area hier oben hinein. Ich stell mich schon mal hier hin. In die Kamera gucken, Yoshi. Dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss die Ridley-Szene erstmal verdauen. Bis dann. Ciao.